Pingpong Parkinson aktuell wird präsentiert von der RKM Ahrens Anlagenbau GmbH. Es ist Dienstag, der 28. November. Hallo zusammen, da sind wir wieder mit Pingpong Parkinson aktuell. Neben mir steht Thorsten Bromus. Ja, und neben mir die bezaubernde Heike Schroben. Oh, wie nett, danke. Ja, wir haben schon mal eine Ankündigung. Bist du damit klar? Am besten. Ja. Eine Ankündigung vorweg. Und zwar wird es am 19.12. ein Zoom-Webinar geben um 17 Uhr. Thema ist Ernährung bei Parkinson. Warum sollte ich das eigentlich sagen? Ich kann nicht reden. Ach, weiteratmen. Referent ist Professor Dr. Christoph van Wiesen. Das ist interessant. Dicke Menschen haben keine Dyskinesien. Ja, davon erzähltest du. Mhm. Aber es ist nicht so kein Grund, so dick zu sein, muss man auch sagen. Also, aber. Nein, ich denke, dass das sicherlich ein ganz tolles, interessantes Webinar wird. Schaltet euch ein. Auf jeden Fall. Am 19.12. 17 Uhr. Nur meine Frau nicht. Ja. Nein, das ist ein ernstzunehmendes Thema. Also Ernährung spielt eine große Rolle bei Parkinson. Ja, ist einfach so. Absolut. Ja, ich habe halt ein bisschen Glück, dass ich so nicht so ganz viel drauf achten muss. So zurzeit noch nicht. Aber wird wahrscheinlich bald kommen und dann bin ich froh, dass ich das mir nochmal angucken kann, sicherlich. Also absolut. Ja. So, dann gab es eine Landesleitertagung in Fulda. Viel spannenderes Thema. Nein, Spaß. Ja. Wir haben uns also in der Mitte getroffen bei Silke und du warst ja nicht mit, du hast ja verweigert, aber das war eine, finde ich, gelungene Veranstaltung. Wir haben uns zweimal zum Essen getroffen. Thema Ernährung, ja. Nee, ich finde, das ist eine gute Überleitung. Wir haben mediterran gegessen, also das ist ja, glaube ich, angesagt bei Parkinson, wenn ich das auch richtig erinnere. Und das war alles gut. Und vielleicht auch die eine oder andere Information rübergebracht. Ich denke schon, wir haben uns vereinbart, dass wir uns regelmäßig treffen wollen online. Und wir werden der Termin für das nächste Landesleitertreffen im November 2024 steht auch schon fest. Also das war gelungen. Und da nochmal herzlichen Dank an Sabine und Heike und auch an Isabel, die das... Ach, Heike. Silke. Genau. Und auch Isabel, die das sehr, so hervorragend vorbereitet haben. Das war toll. Ja, und dann würde ich sagen, Neues aus den Stützpunkten. Film ab. Bin 72 Jahre alt und habe seit 2006 die Diagnose Parkinson bekommen. Unsere Tischtennisgruppe gegen Parkinson hat im Februar 23 mit 3 Personen angefangen. Jetzt sind wir 11. Wir trainieren aktiv und haben dabei viel Spaß. Die Gruppe besteht hauptsächlich aus Mitgliedern der Parkinson-Selbsthilfegruppe Wippe Fürth. Wir freuen uns, dass wir ab jetzt der Stützpunkt Pingpong Parkinson Wippe Fürth im TV Wippe Fürth sind. Wir nehmen den Kampf mit Spiel, Satz und Sieg gegen Parkinson auf. Hallo, wir sind Michael und Arius vom Soester Turnverein hier im Herzen von Westfalen in Soest. Und wir freuen uns, dass auch wir demnächst Pingpong Parkinson anbieten können. Als Hausarzt weiß ich, dass Parkinson unheimlich gut auf Tischtennis reagiert. Die Krankheit lässt sich damit verlangsamen und auch der soziale Rückzug wird verhindert. Und wir freuen uns darauf, dass wir demnächst hier einen Ping-Pong-Parkinson-Stützpunkt haben. Und zwar immer freitagsabends ab Dezember um 19.30 Uhr in der alten Gräberturnhalle mitten in der Innenstadt von Soest. Wir freuen uns auf euch. Ja. If I had another life, I would never walk straight. All the things I love to do,
Other people love to hate. With my shoes on my ears and my hat on my feet. Park the car in the kitchen, take a bath in the street. I love ping pong, I love bumps. I love the Three Stooges and those crazy drums. I like lovers who don't vote the same. And lying on my bed in the stars and the rain. Oh yeah. If I had another life, I would run, run, run. Run, run, run. Have some fun. But seriously, if I had another life, I would run for president. Feed the pigeons in the park, never pay the rent. Jerry Garcia, Secretary of State, declares money illegal. No, wouldn't that be great? So, vielen Dank, Silke, und den ganzen Stiftungsleitern, die Sie hier vorgestellt haben. Tolle Sache. Danke. Herzlich willkommen. So, und dann gibt es am 17. Dezember, haben wir eingeladen zur Jahreshauptversammlung, Mitgliederversammlung hier in Nordhorn. Leider wäre eine Präsenzveranstaltung, haben wir technisch nicht anders hinbekommen, zumal wir auch eine Satzungsänderung machen müssen. Und da beginnt das Thema. Wir haben also mit der Einladung auch Vollmacht verschickt. Wir haben die herzliche Bitte, wenn ihr nicht an der Versammlung teilnehmen könnt persönlich, dann bevollmächtigt bitte jemanden, der teilnimmt und gibt uns die Vollmacht herein, sodass wir also auf jeden Fall auf das Quorum kommen. Wir müssen also ein Drittel der Mitglieder anwesend haben, also in Abstimmung haben. Das sind mindestens 500 Leute. Und deswegen brauchen wir also jede Stimme. Und das wäre toll, wenn die Stützpunktleiter vielleicht auch ein paar Stimmen sammeln und das dann zusammen verschicken, wegen der Nachhaltigkeit. Also bitte mitmachen, nochmal die Hauptversammlungsunterlagen raussuchen. Die E-Mail ist von Mitte November. Ich glaube, vom 15. November ist die Einladung zum E-Mail. Und dann bitte zurückschicken an die Geschäftsstelle. Und dann kriegen wir unsere Satzungsänderung auch hin, die total Sinn macht. Genau. Und wie gesagt, jemand, der dann hier auch vor Ort teilnimmt, in dem Fall wir beide sind in jedem Fall dabei, könnt ihr eintragen. Und dann wäre es schön, wenn wir so viele wie möglich zusammenkriegen. Dürfen auch gerne mehr als 500 sein, ne? Selbstverständlich. So, Sven, ich war unterwegs. Ja, Sven Trautner war bei einer Informationsveranstaltung der Deutschen Hirnstiftung und hat dort PPP vorgestellt. Und auch über Ping Pong Parkinson informiert. Das ist toll, dass wir da zum einen geladen waren und toll, dass Sven das dort vorgestellt hat. Und dann kommen wir gespannt auf das Deutschlandmagazin. Das soll jetzt auch in den nächsten Tagen erscheinen, denke ich. Und da wird er sicherlich auch von dem Besuch bei der Deutschen Hirnstiftung berichten, bei der wir ja Mitglied sind, glaube ich. Ja, tatsächlich, ja, richtig. So, und dann steht Weihnachten vor der Tür. Ich muss weg, Geschenke kaufen. Ach, guck an. Auch Weihnachten kommt auch diesmal wieder völlig überraschend. Aber wir sind vorbereitet. Es gibt eine Weihnachtsmann-Aktion bei Ping Pong Parkinson. Es gibt demnächst ein Mailing, da müsst ihr mal drauf achten. Da gibt es tolle Angebote, unter anderem von Ping Pong People. Ja. Ole Markscheffel hat wieder mal zugeschlagen und bietet seine Hoodies und Shirts. Ich habe es gerade ausgezogen, weil es relativ frisch hier. Das ist immer noch Top-Qualität, obwohl schon 2 Jahre alt ist. Ich habe mir diesmal mal neu gekauft. Und kein Tipp, nicht nur von Ping Pong Parkinson, man kann jetzt auch seine gute TR-Werte abdrucken lassen. Okay. Wer meine kennt, weiß, warum ich das machen werde. Wen wundert das jetzt? Mich nicht. Nee, mich auch nicht. So, also das gibt es von Ping Pong People und dann auch die Suvis, die werden auch im Angebot sein, diese Ringe, die ich mal dringend benutzen sollte, aber anderes Thema. Haben wir vor der Pause schon, vor den Stützungen schon besprochen, okay. Das Thema Ernährung. Ja. So, und dann? Darauf wartet ihr doch alle jetzt. Ja, viele jedenfalls. Wir haben es angekündigt in der letzten Ausgabe. Das Mitglied 1500 wollten wir auslosen. Ja, werden wir auch tun. Zweimal. Warum zweimal? Heike, weißt du es noch? Ach, lass mich überlegen. Das war unser Streitgespräch. Wie auch immer. Wir haben einmal faktisch die Nummer 1500, aber durch Austritte und leider Gott auch Verstorbene ist die tatsächliche Nummer nicht 1500, aber auch die werden wir auslosen, weil wir so viel Anmeldung bis heute bekommen. Ja, Glück gehabt, ne? Wir haben einfach rausgehauen, dass wir da Nummer 1500 und 1500 sind, aber dazwischen waren 40 Mitglieder, sodass wir jetzt also inzwischen schon bei Nummer 1546 oder so sind. Ja, richtig. Und faktisch bei 1506 oder so, irgendwie so an den Dreh. Ja.
Und tada, wir können zweimal auslosen. Was haben wir natürlich gemacht? Ja. Wir haben auch gesagt, es gibt etwas Tolles zu gewinnen. Ja, und da kommt dann... Wer ist dafür wieder prädestiniert? Wer hat das schon öfter gemacht? Der kommt. Schönen guten Tag. Der Ben. Genau. Und der Computer-Service Wallmeier. Ben Wallmeier hier. Und zwar, also, kann man ja gar nicht genug loben. Ein Unterstützer der ersten Stunde, muss man ja sagen. Und mit seinem Bruder und der Firma, also Wahnsinn. Er ist auch der, der in den Starter Cup die Programmierung gemacht hat. Also, das, man kann ja nicht, spottet jeder Beschreibung. Und was hat er jetzt wieder gemacht? Er hat was dabei, nämlich Amazon-Gutscheine. Genau. Einmal Wert von 50 Euro. Nochmal 50 Euro. Und für später noch zweimal 25 Euro. Für die Moderatoren. Für die Moderatoren. Nicht. Achso. Nee, genau. Na gut, also, wir haben, jetzt haben wir ungefähr, was haben wir gesagt, 50 Personen sind im Topf. Ja. Das waren so ungefähr die Anmeldezahlen in den letzten zwei Wochen oder drei. Das ist nicht schlecht und die wollen wir jetzt verlosen. Dann fangen wir an mit den 100.500. Ich schüttle nochmal durch. Also, ich zeig mal kurz, das sind hier so Zettel so, ne? Müssen natürlich auch alle rein. Alle rein. Schüttel. Ja, genau. Und dann darfst du nicht gucken. Machen wir so. Ja, jetzt kommt der Ruhe. Nummer 1500 ist. Heino Ricke. Heino Ricke. Nummer 1539. Also, das war eine späte Anmeldung. War die Anmeldung, aber. Das werden wir jetzt auf 1500 ändern. Genau. Einmal 50 Euro für dich. Herzlichen Glückwunsch. Heften so, wir jetzt hier kommt mal ran. Die Nummer 1500 in tatsächlich, also wer Nummer 1500 war. Schütteln. Bin ja mal gespannt. Und das ist Alfred Bergbauer, 1497. Das war einer, der am selben Tag noch, glaube ich, so gemütlich war. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Das war ein ganz früher Vogel. So, und alle, die jetzt nicht gewonnen haben, haben trotzdem gewonnen, die bekommen nämlich erstmal einen. Oh, da ist es wieder. Vorbereitet hier wieder, ne? Ja, dieses Trikot mit, lass mich eben tüdeln hier, also ein wunderschönen. So. Ich glaube, der Ben möchte auch so eins. Ja. Kriegt er auch. So. Ja. Ist ja auch schon mal. Dafür allerdings muss ich dazu sagen, wir werden unten die Adresse noch einblenden. Schreibt alle, die sich seit der letzten Sendung angemeldet haben und eins möchten, schreiben an diese E-Mail-Adresse mit Name, Vorname, Stützpunkt und Größe. Dann werden wir es entsprechend versenden. Genau, bitte auch mit Stützpunkt, sodass wir vielleicht ein bisschen was sammeln können, wenn aus mehreren, wenn mehrere Personen aus einem Stützpunkt Mitglied geworden sind. Genau. Das wäre ganz gut. So, und dann gehe ich jetzt mit den beiden anderen hier, gehe ich jetzt nach Hause. Nein. Ben hat gesagt, wir haben noch zwei Trostpreise zu verlosen und deswegen greift er nochmal rein hier. Zweimal 25 Euro, schütteln, sagt er auch, schütteln. Ja, natürlich. So, schütteln. So, der erste Gutschein. Bernd Uhlich, Nummer 1536. Also, ich kenne sie alle nicht. Die ersten 400 Mitglieder kannte ich alle noch, aber irgendwie vorbei. Kommt nach Nordhorn, lernt mich kennen, ich euch. Ich bin auch gar nicht so böse. Dann haben wir nochmal. Der letzte. Andreas Uhl, 1525. Ist das der Bruder und hat nie verloren und ein G oder? Nein. So, und nochmal der Beweis hier. Also, das sind hier alle verschiedene Namen. Ich kann mal vorlesen. Wer zum Beispiel dabei war, war zum Beispiel hier Mike Schinker, Manfred Wolf, Rainer Fett. Marlene Bräunig, Jürgen Jung, Petra Wollborn, also das ist hier alles korrekt zugegangen. Da kann ich also meinen Juristen puppen. So, ich würde sagen, das war das Wort zum Sonntag. Also, das war's, denke ich. Ben? Ja, vielen Dank nochmal für eure ewige Unterstützung. Und, gerne. Viel Erfolg weiterhin. Ja. Viele Sponsoren euch und bis bald. Ja, bis bald. Bis bald. Schönen Dank. Tschüss. Danke dir. So, wir sind auch fertig hier, Heike. Tschüss. Sind wir auch soweit? Wir sind auch soweit. Alles bis ohne zur Schmidt. Nächsten Ausgabe. Macht's gut. Oh, frohe Weihnachten. Gut Rutsch. Wir werden dies Jahr nicht mehr. Oder? Da hast du recht. Warte mal.
Wie weit sind wir denn? Nee, wir machen nicht Zeit. Wir machen jetzt Weihnachtspause. Wir haben genug zu tun. Ist so. Eine Weihnachtsfeier jagt die andere. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Frohe Festtage. Vielleicht machen wir noch eine kurze Episode von der Mitgliederversammlung. Schauen wir mal. Mal gucken. Und sonst wünschen wir gut Weihnachten und einen schönen Rutsch. Genau. Und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Wegen der German Open. Keine Ausschreibung in diesem Jahr. Wir starten die Anmeldung erst im Januar. Nicht nachfragen. Läuft alles. Wir haben ca. 250 Startplätze. Das ist viel. Das ist mehr, als wir jemals bei German Open hatten. Und das wird schon. Macht's gut.